Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um das Irreduzibilitätskriterium von Eisenstein oder auch kurz das Eisenstein-Kriterium gehen. Mit dem Eisenstein-Kriterium kann man herausfinden, ob ein Polynom f irreduzibel ist oder nicht. Genauer gesagt schauen wir uns einmal die Formulierung in der Theorie an. Wir haben also mit R einen Integritätsring und haben ein Polynom, was eben in diesem Integritätsring adjungiert eine zusätzliche Variable lebt. Und natürlich soll n größer 0 sein, also wir wollen schon irgendwelche Terme haben und der erste Koeffizient oder der Koeffizient höchster Potenz, also hier dieses an, das soll nicht 0 sein. So, dann sagt das Eisenstein-Kriterium, wenn wir ein Primelement p aus unserem Integritätsring finden, sodass folgende drei Eigenschaften gelten, dann ist f irreduzibel über kx, wobei k der Quotientenkörper von r ist. Also man kann sich das auch meistens vorstellen, dass es hier einfach q adjungiert x, das ist q und das ist einfach z. Dann hätte man hier oben einfach ein Element aus z adjungiert x. Genau, dann können wir also eine Aussage über Irreduzibilität in q adjungiert x treffen. So, was genau muss unser Primelement p nun können? Es darf nicht diesen ersten Faktor teilen. Es soll aber alle anderen teilen, aber das Quadrat von p soll wiederum nicht den Teil, der nicht mit x multipliziert wird, teilen. So, wenn wir so ein p finden, dann können wir das Eisenstein-Kriterium anwenden und dann wissen wir, dass unser f im Quotientenkörper adjungiert einer Variable nicht reduzibel ist. So, schauen wir uns das einmal konkret an. Wir haben hier 12, also 3 mal 4. Hier haben wir 21, also 7 mal 3. Hier haben wir 28, also 7 mal 4. Hier haben wir 7 mal 1 und hier haben wir auch 7. Das heißt, wir sehen hier schon, wir haben hier überall den Primfaktor der 7 drin. Das veranlasst uns dazu, p gleich 7 zu wählen. Denn wir wissen nun, p teilt, oder das können wir auch konkret mit Zahlen ausschreiben, 7 teilt nicht 12. Das ist ja die erste Bedingung hier oben. Dann können wir sagen, oder können wir sehen, 7 teilt 21, das ist auch gut, das ist hier der Vorfaktor. 7 teilt 28, das ist auch gut. 7 teilt 7 und 7 teilt 7 ebenfalls. Das heißt, auch das hier ist schon mal erfolgt. So, jetzt müssen wir noch prüfen, ob 7 Quadrat hier diesen Faktor teilt, aber 49 teilt definitiv nicht 7. Dementsprechend ist auch das an dieser Stelle erfüllt. Und dann wissen wir direkt, dass eben dieses f eben irreduzibel nach Eisenstein mit p gleich 7 und sind an dieser Stelle einfach schon fertig. Also wenn man es noch genauer nimmt, irreduzibel in q adjungiert x nach Eisenstein mit p gleich 7. Das heißt, das Kriterium macht es super einfach herauszufinden, ob etwas irreduzibel ist oder nicht. Deshalb ist das eigentlich auch eine gute Idee, das als erstes einmal durchzuprobieren, einfach nur die Primfaktor
Zerlegung der Vorfaktoren einmal aufzuschreiben, bis man irgendwie merkt, okay, es passt halt nicht oder es passt. Und dann ist man mit dem Eisenstein-Kriterium halt super schnell fertig.